Hallo, grüßt euch, liebe Mitglieder der Gruppe Klassische Reitkunst Werbung und all die anderen da draußen auf Facebook, die uns auch zuschauen oder auf YouTube oder von wo ihr immer dieses Video sehen werdet. Ich grüße euch recht herzlich zu einem neuen Interview. Heute habe ich wieder eine super interessante Interviewpartnerin, nämlich die Stefanie Niggemeier. Ich freue mich sehr, dass das Interview heute zustande gekommen ist und dass wir euch nun damit beglücken können. Ich begrüße recht herzlich die Stefanie Niggemeier. Vielleicht magst du dich ja gleich einfach mal ein bisschen persönlich vorstellen, dass wir dich näher kennenlernen. Das wäre super toll. Hallo, liebe Conny, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast, für mich auch in diesem Forum mal ein bisschen über mich zu erzählen. Also habe ich mich sehr gefreut über deine Einladung und ich habe, um zu zeigen, wer ich so bin und was ich so mache, ein bisschen was auf PowerPoint vorbereitet und würde gerne da so ein kleines bisschen über mich erklären und würde das jetzt einfach mal freigeben und starten. Ja, prima. Jawohl, also Conny, du hattest mich ja angesprochen, ob ich ein kleines bisschen über meine Arbeit erzählen mag, mal auch in diesem Forum. Und ja, mein Name ist Stefanie Niggemeier und ich bilde Menschen für Pferde aus. Das ist so ein bisschen ein ungewöhnlicher Gedanke, weil man ja oftmals die Idee hat, von ein Pferd soll beritten werden, ein Pferd soll ausgebildet werden vom Profi. Und mein Gedanke ist genau andersrum. Mein Ziel ist, dass meine Schüler quasi zum Profi für ihr Pferd werden. Ich bilde dabei sehr umfassend aus. Ich bilde mit dem Schwerpunkt von allen Techniken am Boden aus. Nicht nur, ich gebe also auch konventionellen Unterricht in der Reitkunst. An und für sich aber im Grunde genommen mache ich wirklich ein umfassendes, sehr, ja, heute sagt man immer so ganzheitlich, ich tue mich mit dem Begriff immer so ein bisschen schwer, ne? Also umfassend finde ich, glaube ich, schon treffender, ein Pferdegesundheitstraining, was also anfängt mit der Hufbalance und mit Bewegungsschulung, aber vor allem eben immer mit dem Fokus auf die mentale Gesundheit des Pferdes. Ja, das ist ganz wichtig. Das also mentale Gesundheit von Reiter und Pferd, denke ich. Reiter und Pferd, ganz beides genau. Schon relevant, ne? Mhm. Beides ist wichtig, ganz genau so. Und ich persönlich wohne hier in Ostwestfalen-Lippe. Also in Ostwestfalen, ich wohne in Paderborn und es ist so, dass ich hier mobil ein bisschen unterrichte, gleichzeitig jedoch ich ja jetzt auch dank solchen Techniken wie Zoom oder halt eben auch einem Videocoaching im Grunde genommen international unterwegs bin. Ich schreibe Artikel in diversen Fachmagazinen und bin da freie Autorin, zum Beispiel im Katmus Verlag für die Feine Hilfen. Ich hatte jetzt im Frühjahr einen Artikel über Gebisskunde zum Beispiel, der in der Reitkultur erschienen ist. Oder hier halt eben der Artikel im Hofreitschule Magazin oder auch noch in anderen Artikeln wie InRide oder etliche Magazine. Auf jeden Fall, ich mache das Ganze schon seit vielen Jahren. Ich schreibe über das, was wir heute, oder spreche auch über das, was wir heute moderne Hippologie nennen würden. Also die Kunde vom Pferd. Und die Hippologie war ja früher an den Universitätsreitbahnen diejenige der Disziplin, die am allermeisten gutiert wurde und heute würde man sagen, die meisten Schüler anzog oder Schüler zog. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir wissen, dass der Professor für die Hippologie, also für die Pferdekunde, das 20-fache von Professor für die Mathematik verdient hat. So hoch geschätzt wurde damals in den Universitätsreitbahnen dieses Wissen um das Wesen des Pferdes, um sein Lernverhalten, also seine Lernpsychologie, um Ethik, also um den Umgang mit dem Lebewesen Pferd und natürlich dann auch um die Ausbildung, also um das, was wir heute vielleicht Sportwissenschaft oder Bewegungslehre oder sowas nennen würden. Ja, heute ist es untergliedert in lauter kleine Teilchen, kleine Einzelteilchen, die jeder Mensch sich dann wieder zusammensetzen muss. Und du hast jetzt schon mal einen schönen großen Überblick über das Ganze gewonnen. Ganz genau. Toll. Ja. Na, und ich sag mal, das ist halt eben auch einfach ein Thema, was so interessant ist. Ich glaube, dass auch ein Leben nicht reicht, um da alles wissen zu können. Aber ich gebe mir größte Mühe, dass ich mich immer mehr bilde und auch bloß nicht stehen bleibe. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man immer auch eine
eine Reise da unternimmt, wenn man sich mit Reitkunst beschäftigt. Und ich halte unter anderem Vorträge auf Messen oder halt eben hier auf in der Uni, also in der Fachhochschule, und spreche da halt eben über Pferdeausbildung und über das Zusammensein von Mensch und Pferd. Und mir ist das ganz wichtig, vor allem auch junge Leute zu bilden, dass die eine andere Wahrnehmung kriegen darüber, was ist das eigentlich ein Pferd? Also was für ein Lebewesen habe ich da eigentlich vor mir? Welche Bedürfnisse hat das? Und ich glaube, dass da in den letzten Jahren ganz großes Umdenken schon stattgefunden hat, gerade so in der Freizeitreiterszene. Und ich begrüße das sehr, dass man sich heute so große Gedanken macht über Haltung und Fütterung und Bedürfnisse des Pferdes. Ja. Und ich glaube, jetzt langsam Zeit, dass wir uns auch wieder, ich sag mal, der expliziten, gesunden Ausbildung des Pferdes zuwenden. Da würde ich gern gleich nochmal kurz was dazu sagen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das einfach ganz, ganz wichtig, da die Leute auch, gerade die jungen Leute, mehr heranzuführen, weil früher, also als ich Kind war, da war das noch ländliche Reiterei. Da ist man also quasi mit dem Pferd aufgewachsen. Ne? Wenn du auf dem Dorf warst, da war das ganz normal. Da wusstest du einfach von klein auf an, was du da machen kannst oder nicht. Oder ne, dass du eben bitteschön nicht auf eine Koppel läufst, wo Hengste laufen oder so. Ne? Aber das fehlt ja oft gerade den Großstadtkindern, ne? Diese Verbindung zur Natur. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass man ihnen da auch vieles vermittelt, was ihnen einfach sozusagen entgangen ist durch ihr Aufwachsen eben in der Stadt. Ne? Ja, Conny, da sagst du was ganz Wichtiges, ne? Ja. Weil wir haben da heute so ein kleines bisschen unseren Zugang zur Natur des Pferdes verloren. Ja. Und das ist natürlich für die Pferde wirklich fatal, weil wir im Grunde genommen uns dieses Wissen sehr mühsam aneignen müssen, mit dem, wenn wir es tradiert hätten in der Familie, das sehr selbstverständlich verinnerlicht hätten. Ja. Und heute ist das Pferd uns fremd im Grunde genommen, also in vielen Dingen. Und das ist der Grund, warum es heute so viele Missverständnisse gibt und auch so viele Irrtümer in der Pferdeausbildung, weil wir Pferde nicht mehr erleben. Also so muss man es einfach sagen. Ja. Ne? Wir haben wirklich Pferde in einer Haltungssituation, die dem Pferd nicht normal ist oftmals. Wie gesagt, es hat sich schon viel getan. Als ich Kind war, habe angefangen zu Zeiten zu reiten, wir haben das Pony noch gesattelt aus dem Ständer geholt. Gott sei Dank gibt es das ja jetzt nicht mehr. Mhm. Ne? Oder größtenteils nicht mehr. Mhm. Aber bei uns damals, das war schon noch so. Ne? Und ich sag mal, ich hatte gar nicht vorstellen können. Also das war schon, also wir haben das als Kinder nicht erlebt. Ich hatte das Glück, halt eine ganze Weile auf dem Dorf zu wohnen und konnte die Ponys von älteren Leuten reiten. Und die hatten die also ganz die freilaufend. Ne? Die hatten riesengroßes Gelände, die standen nicht im Ständer, die hatten auch einen Unterstand. Aber also ne, ich konnte sie so erleben, wie sie halt quasi in der freien Natur rumlaufen können, weil sie unheimlich viel Platz hatten. Und also ich meinte es mit der Ständerhaltung und so, das habe ich auch alles kennengelernt. Aber diese Möglichkeit, einfach so ganz, ganz locker als Kind da ranzugehen und mit denen so auf der Koppel, in der Herde zu kommunizieren, das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis als jetzt. Das ist natürlich toll, wenn man so groß werden kann. Ja. So, sag mal, und genauso habe ich es dann auch erlebt. Ich habe also einen Onkel, der hat mich sehr geprägt. Der hat also immer Pferde gehalten und war mit diesen Pferden wirklich sehr, sehr freundschaftlich verbunden. Und das war auch für einen Mann, fand ich damals sehr ungewöhnlich. Also in meiner Familie gab es auch andere Familienzweige, die eben in der Landwirtschaft tätig waren, die also Milchvieh hatten oder auch Schweine hatten, und die waren ihren Tieren nicht so verbunden. Und ich habe immer gedacht, irgendwie, was ist so besonders an so einem Pferd, dass das einen Mann so oder einen Menschen so anspricht? Mhm. Und ich habe das bei ihm so erfahren dürfen, dass er so wirklich das leben konnte mit seinem Freund Pferd. Und das hat mich wirklich sehr nachdrücklich beeindruckt und auch sehr tief beeindruckt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich also nicht so schön fand wie dieses Pferd, wenn das auf der Wiese getrabt ist und wenn dann so, manchmal ist es ja schon fast kitschig, ne? wie so das manchmal passiert, dass dann wirklich der Sonnenstrahl genau auf dieses Pferd geschienen hat und dann auf dieses kupferrote Fell von dem Pferd. Und das ist ein Anblick, den habe ich heute noch vor Augen. Und ich glaube, ich war wirklich noch ganz klein, vielleicht 4 oder 5. Mhm. Und das war schon ich sag mal, auch so dieses Miteinander, was dieser Onkel mit diesem Pferd erlebt hat.
Das fand ich toll. Und das war eigentlich auch so immer so meine Maxime, wenn ich gedacht habe, ich möchte eigentlich, wenn ich mit Pferden umgehe, genau so umgehen. Also mit so einem ganz tiefen Verständnis und aber auch einer Selbstverständlichkeit zu sagen, ich habe da ein gleichwertiges Gegenüber. Also für ihn war das nicht irgendwie ein Nutztier oder ein Tier, sondern das war wirklich jemand, mit dem er seine Freizeit verbracht. Und ich fand das sehr eindrücklich und das war für mich ein sehr prägender Moment. Ja, hast du also beide Seiten kennengelernt. Ne? Ja. Einmal dann beim Reiten lernen wahrscheinlich die normale, in Anführungsstrichen, Nutztierreiterei und da dann das Besondere, die besondere Bindung zwischen Reiter und Pferd. Genau, und mich hat das sehr betroffen gemacht, ne? Wenn ich da gesehen habe, wie es sein könnte, also gewusst habe, wie es sein könnte und dann halt eben da gesehen habe, dass so ein Pferd einfach wirklich ausgenutzt wurde. Also es ist ja nicht nur genutzt, sondern ausgenutzt, das muss man ja mal so sagen. Ja. Ja. Und auch das ist eine Sache, das hat mich natürlich auch in meinem Weg beeinflusst. Und das ist so das, was ich auch versuche, ich sag mal, wirklich auf Messen in Vorträgen weiterzugeben und versuche so ein bisschen auch ein Verständnis dafür zu wecken, dass es eben auch anders sein kann. Dass es also nicht so ist, dass ein Pferd ein reitbarer Gegenstand ist oder ne, irgendwie sowas, sondern wie dass ein Pferd genauso ist wie wir. Und, ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn ich da so die Schriften der alten Meister studiere, wie sehr da die Wahrnehmung da war vor 500 Jahren, vor 400 Jahren, vor 300 Jahren, was dieses Gegenüberpferd ausgemacht hat. Und wenn man dann heute manchmal so in den modernen Reitstellen rumguckt und sieht, was da so mit Pferden gemacht wird, dann macht mich das wirklich ganz, ganz betroffen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ne? Vor 500 Jahren waren die einfach noch vom Pferd abhängig. Ne? Da hatten sie nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Und da ist halt diese veränderte Umwelt. Und jetzt muss man einfach klar machen, dass auch wenn wir uns das leisten können, in Anführungsstrichen, ne, mit dem Pferd einfach so umzugehen, wie es uns beliebt, dann sollten wir uns doch mal überlegen, welche Rückwirkungen das dann auch auf uns selber hat. Ne? Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Gedanken an. Ne? Also hier wollte ich nur sagen, ne, vermittel das auch also in Unterricht und natürlich auch auf Kursen, sowie natürlich auch im Video-Coaching für die Schüler von mir, die weiter weg wohnen. Und ich glaube, diese Auswirkungen, die du da erzählst, das ist genau das, ich sag mal, was den alten Meistern ein ganz großes Anliegen war. Wir haben ja die sogenannte europäische Reitkunst, nennen wir es mal so. Der Großvater dieser Reitkunst ist der sogenannte Grisone, Federico Griso, der hat 1530, so um 1530, genau weiß man es nicht, vielleicht war es auch 31, manche Quellen sprechen auch von 1535, hat er eine Reitakademie in Neapel gegründet, im damaligen Königreich Spanien noch. Neapel gehörte damals ja noch zu Spanien. Und diese Reitakademie, die war innerhalb von ein paar Jahren so gut beleumdet, wo er in den, hier kann man das wunderbar sehen, hier auf der linken Bildseite, in den Gli Ordini di Cavalcare, also in dem Regelwerk für die Reiterei, er in vier Kapiteln genau aufgeschrieben hat, was einen guten Reiter ausmacht oder Ritter ausmacht. Und diese Ritterakademien, die sind dann innerhalb von 100 Jahren überall in Europa entstanden und es gehörte für den jungen Mann von Adel und Stand dazu, eine sogenannte Kavalierstour zu machen. Ja. Und da lernte man, das kommt von dem italienischen Cavallo, das Pferd, da lernte man, wie man dann ein Ritter wird, wie man ritterlich mit dem Gegenüber umzugehen hat. Und das ist was nicht Menschen beigebracht haben, sondern im Grunde genommen, was Pferde den Menschen beigebracht haben. Also Pferde haben den Ritter zum Ritter gemacht. Und dieser Gedanke, der ist ganz wichtig, weil... Ja? Ich sage Persönlichkeitsentwicklung auf dem Wege damals schon, ne? Können wir heute genauso. Heute würde man vielleicht sagen Coaching, ne? Also man hat ein pferdegestütztes Coaching gehabt, dass das Pferd im Grunde genommen den Menschen gezeigt hat, wie geht höfisches oder höfliches Verhalten. Genau. In diesen Ritterakademien war neben der Ausbildung des Reiters, also neben dieser schlichten Schulung, von Reiterskills, würde man heute vielleicht sagen, und Techniken. Reitkunst ist ja erstmal ein Handwerk, bei dem man bestimmte Dinge einfach lernen muss, bei dem man lernen muss, wie man sich im Sattel balanciert, bei dem man lernen muss, am Boden eine gezielte Körpersprache zu entwickeln,
mit Balanceverschiebung spielen zu können, die Hand wirklich als Hilfe zu nutzen, sich nicht am Zügel festzuhalten. Da ist aber auch die eigene Bewegungsfähigkeit gefragt, ne? Die Entwicklung auch der eigenen Muskulatur, der Balance und so weiter und so fort, was ja eigentlich die Voraussetzung dafür ist, wenn man dem Pferd es beibringen möchte. Ne? So sieht's aus. Also man kann ja keinem was beibringen, was man selber nicht kann. Und da ging eben ganz viel die Ausbildung dahin, dass man gesagt hat, man hat erstmal den Menschen geschult. Und das ist was wir heute ganz wenig im Gedankengut haben. Wir haben immer die Idee, das Pferd soll Reitehilfen lernen, das Pferd soll reiten lernen, und in Wirklichkeit ist es genau andersrum. Also ich mache immer wieder, und ich bin ja jetzt seit fast 15 Jahren wirklich so aktiv, selbstständig und wirklich in dieser Sparte der Reiterei unterwegs und bilde aus. Und da ist es wirklich so, dass man sagen muss, ich habe bis jetzt ganz ehrlich noch kein einziges Pferd ausgebildet, aber ganz, ganz viele Reiter oder ganz, ganz viele Pferdemenschen. In 99,9% liegt es wirklich daran, dass ein Mensch etwas nicht umsetzen kann. Ja. Also A, sich nicht vorstellen kann und B, nicht umsetzen kann. Und genau dieser Gedanke ist der Gedanke, den man damals hatte, eben in diesen Reiterakademien, in diesen Ritterakademien. Und deswegen ist das damals so Pflicht gewesen, dass man sich quasi mit verschiedenen Reitlehren, die aber alle einen bestimmten roten Faden hatte, auseinandergesetzt hat. Und auch heute, ich unterrichte also Reitweisen unabhängig, weil ich das ganz wichtig finde, dass man sich nicht in irgendeine Religion oder sonst irgendwie was versteigt, sondern es ist einfach so, dass jeder einen individuellen Weg hat und jedes Pferd einfach individuell ausgebildet werden muss. Und auch das ist ein Gedanke, den man 400 Jahre lang hatte in Europa und dann plötzlich ist der weg. Und mit den militärischen Reiten, damit, dass Pferde Paraden abhalten mussten, dass alle Pferde sich gleichförmig bewegen mussten, kam plötzlich der Gedanke, dass jedes Pferd sich gleich das Gleiche können muss. Und Entschuldigung, dass ich dann, das ist so dieser Normierungswahn, den wir haben. Ne? Das machen wir ja überall. Ne? Also alles muss genormt werden. Die Banane, die Gurke, das Pferd, der Mensch. So ist es auch in der Medizin. Ne? Es gibt den Durchschnittsmenschen und alle Menschen, die müssen sozusagen dem gerecht werden. Ne? Hast du zum Beispiel einen viel zu großen Magen, heißt das ja, also das ist nicht in der Norm, das ist einfach eine Abweichung. Ne? Wenn man aber guckt, bist du unnormal und dann hat das sofort so eine Wertung. Ne? Ja, du musst das mal, ne? Genau. Und diese Wertung, das ist was, das man überhaupt nicht hatte. Also in Zeiten von Grisone, der hier schreibt, in Zeiten von Löhneisen, den wir hier unten rechts sehen, oder Newcastle, also den William Cavendish, Herzog von Newcastle, da ging es immer um den individuellen Weg. Und Newcastle sagt, jedes Pferd kann irgendetwas besonders gut. Und mit diesem besonderen Können ist er Teil des Pferdes, also Teil der Spezies Pferd und hat seinen speziellen Platz da und das ist auch gut so. Dieses Pferd passt genau in die Lücke, die für dieses Pferd vorgesehen war. Genau. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dass wir eben wegkommen von diesem Genormten und von diesem Wertenden, von das ist falsch, der kann das nicht, der macht das nicht, der ist widersetzlich in dem, sondern dass man viel mehr Verständnis dafür bekommt, ich bin nicht verstanden worden. Ich habe mich nicht verstehen können. Ja. Ich verlange vielleicht gerade was dieses Pferd gar nicht in seiner Natur hat. Ja. Und das ist mir das Allerwichtigste, wirklich den Menschen zu erklären, was ist die Natur ihres Pferdes. Nicht nur des Pferdes, sondern ihres Pferdes. Und im Grunde genommen ist es so, dass wir versuchen, durch unsere gemeinsame Arbeit mit dem Pferd, die Natur des Pferdes zu entdecken oder zu offenbaren und diese dann zu fördern. Und auch also da quasi der Altenmeister, Plüvinell, der sagt, die Reitkunst ist eine Reise, der Mensch ist der Reisebegleiter. Oder Newcastle, der sagt, also wenn das Pferd Kurbetten kann, lass es Kurbetten machen. Wenn das Pferd ein Traber ist, lass es traben. Warum muss jedes Pferd alles können? Und er vergleicht das Pferd mit dem Musiker und sagt, derjenige, der Spezialist ist auf der Geige, kann ja nicht gleichzeitig auch noch Klavier spielen. Oder in seinem Fall war es Flöte, da gab es ja noch kein Klavier. Nee, oder so ein anderes Bild dazu. Also eine Ente kann ja wunderbar schwimmen, ne? Wenn du ihr jetzt aber beibringst, also sie muss jetzt Berge erklettern zu Fuß, ne? Dann wird da einfach nur Müll bei rauskommen, weil das genau ist es.
Ne? Das ist einfach nicht das, was sie kann. Und deshalb, also es ist quasi die Talententwicklung, ne? Sowohl beim Mensch als auch beim Pferd, was die alten Meister damals ja einfach auch in den Mittelpunkt gestellt haben. Und das können wir von denen lernen. Ne? Und das ist ganz toll. Und das ist auch wichtig, dass du das sagst. Also auch bei meinen Schülern diese Talente zu sehen. Ich habe also Leute, die haben eine extrem technisch sehr feine Körpersprache und können sich sehr genau ausdrücken. Und ich habe Schüler, die sind unheimlich, also man würde sagen, die haben unheimlich gutes Mindset. Ja? Ja. Also die haben unfassbar gutes inneres Bild, was sich für das Pferd so transportiert. Ja? Mhm. Es gibt Schüler von mir, die haben unheimlich Biss. Also die können sehr, sehr langfristig an einer Sache immer wieder arbeiten, ohne dass sie da dogmatisch mit werden und ohne dass sie das Pferd aus den Augen verlieren. Aber die sind mit sich selber sehr diszipliniert. Und das ist ganz, ganz toll zu sehen, auch wo die Stärken des einzelnen Menschen liegen und was die auch mitunter für eine Persönlichkeitsentwicklung mitmachen. Also ich habe Schüler, die auch in ihrem privaten Leben, ich nenne das jetzt mal so, ne, die also eine Partnerschaft gewechselt haben, wo sie sich vorher nie getraut haben, irgendwie mal zu sagen, ich möchte das nicht oder ich will, ne, sehe mich da nicht. Die, ich sag mal, mit einem ganz anderen Partner plötzlich glücklich geworden sind, weil die genau sagen konnten, ich will das so und ich will das so. Also das, was der Gedanke von Grisole war, zu sagen, ein guter Reiter ist auch jemand, der ein gutes Miteinander mit dem Menschen findet, weil er weiß, wer er ist und was er will. Ja? Das ist wirklich das, was ein ganz, ganz großer Punkt in der Arbeit mit meinen Schülern ist, dass die Leute erkennen, wer bin ich? Dadurch, dass sie dem Pferd die Chance geben, ihnen das zu erklären. Also das Pferd erklärt quasi, wer bist du? Ja, da ist dieser Spruch, ne? Dein Pferd ist dein Spiegel. Ne? Ja, das in dem Sinne. Passt dahin. Ne? Ja. Ja, die Rückmeldung des Pferdes verstehen lernen. Ja, genau. Ne? Ich glaube, das ist heutzutage ganz schwierig, weil eben dieses aus der Kindheit, diese Erfahrung, diese ursprüngliche Erfahrung mit dem Tier, einfach fehlt. Ne? Deshalb brauchen wir, also alles, was wir später lernen, brauchen wir einfach einen längeren Anlauf dafür, um das zu verstehen. Erstmal das Verständnis, dass ich was dafür tun muss und dann eben die Rückmeldung auch annehmen zu können und mir zu überlegen, okay, ich habe jetzt die Rückmeldung bekommen, der will das so nicht, wie ich das gerade mache. Wie kann ich mein Verhalten so anpassen, dass das Pferd das annehmen kann und versteht, was ich ihm sagen will. Ne? Also ganz genau. Und im Grunde genommen ist es heute ja schon schwierig genug, Pferdeflüsterer zu sein. Und ich glaube, was viel, viel schwieriger ist, ist Pferdezuhörer zu sein. Ja. Ja? Mhm. Eben weil man auch so beeinflusst ist vom Umfeld. Mhm. Ja? Die meisten Leute haben ja doch irgendwie eine Gemeinschaft, wo vielleicht andere Leute was anders machen und von denen, die sich dann auch Rat einholen. Und das Problem ist einfach, dass wenn Laien unterrichten, dann ist halt einfach auch der Wissensstand immer nur auf einem bestimmten Level. Ja. Und wie gesagt, ich habe für mich beschlossen, ich glaube nicht, dass es ein Leben ausreicht, um alles über Pferde wissen zu können. Und ich versuche dann über die Jahrhunderte quasi mir die Erkenntnisse aus vielen Leben zunutze zu machen, um einfach zu gucken, für welches Pferd ist welche Erkenntnis genau die richtige. Mhm. Und wir sprechen immer heute so über die alten Meister. Und es ist aber so, dass man sagen muss, dass natürlich Pluvinel ganz anders gearbeitet hat als Gérinière oder Gérinière ganz anders gearbeitet hat als Steinbrecht. Ja, was die aber alle miteinander gemein haben, ist ein bestimmter roter Faden und zwar ein bestimmter ethischer roter Faden. Ja, ganz wichtig. Ja? Mhm. Und vor allem aber auch um bestimmte körperliche Dinge mit dem Pferd. Also dass wir haben heute so ganz viel Verwirrung so über bestimmte Begrifflichkeiten und Techniken und das wird plötzlich so polarisieren und da gibt es Diskussionen darüber, wo steht ein Genick oder muss Pferd geformt sein. Und so eine Diskussion gab es bei vielen alten Meistern nicht, weil die gesagt haben, ich gucke mir das mal erstmal an und beobachte das und will das gar nicht werten, sondern die meisten haben einfach erkannt, ich muss das Pferd von vorne nach hinten aufzäumen, aber von hinten nach vorne arbeiten. Ja. Ja? Und nicht andersrum. Ja? Ja. Und da ist wirklich so, ich sag mal, dass man bestimmte Lektionen oder sowas, die wir heute als unheimlich erstrebenswert erachten, die kannte man gar nicht. Also die haben gar keinen Platz gefunden. Also die Levade zum Beispiel ist eine Lektion, die ist relativ jung. Mhm. Ja?
Oder auch der spanische Schritt, wie wir den heute ausgeführt sehen. Das waren Sachen, die hat man so erstmal gar nicht gekannt im Barock. Also die hat man auch überhaupt gar nicht nutzen wollen. Da ist man ganz anders rangegangen. Und dann ist es so spannend, dass wir heute, also ich versuche dann auch immer so die Brücke zu schlagen zur Neuzeit. Also jetzt nicht nur mich festzubeißen, zu sagen, oh, was war denn 1640, sondern dann zu sagen, was ist denn für unsere modernen Pferde heute der Benefit, den wir haben. Und da ist es ganz wichtig, wirklich zu verstehen, wir wollen da nichts nachtouren. Also dieses Zitat hier von Bernard Shaw, ne, Tradition ist eine Laterne, der Dumme hält sich an ihr fest und dem Klugen leuchtet sie den Weg. Ja. Wir finden heute in der modernen Forschung, in Sportwissenschaft, in Medizin, in ganz vielen Bereichen, finden wir plötzlich die Bestätigung dessen, was wir lesen können in Büchern, die 400 Jahre alt sind. Ja. Also gerade in der Faszienforschung macht man heute verblüffende Feststellungen. Und wenn ich mir dann so ein Buch aushole von 1578 und ich lese fast den gleichen Wortlaut, wo man aber einfach dem Kind ein bisschen einen anderen Namen gegeben hat, weil eben dieser technische Begriff noch nicht da war, da muss ich mich doch immer, also da denke ich doch so, wir finden doch heute nichts Neues raus. Ja, wir bestätigen nein. Was nein, man nein. Damit. Nein, ich sage, der Ansatz ist halt einfach ein anderer. Ne? Also ja, genau. damals hatten sie nicht die Möglichkeiten dieser Messung, dieser statistischen Auswertung, die wir heute haben. Damals sind sie einfach nur nach der Intuition gegangen. Und man muss ja sagen, alles Wissen ist einfach da. Was heißt nur nach der Intuition? Im Grunde genommen, also gerade für den Umgang mit dem Pferd, ist die Intuition ja was super Wichtiges. Ich glaube, das ist völlig sinnlos damit. Ja. Technik und Messen und so, nein, Messen ist gut, also um die Rückmeldung zu bekommen, wenn ich den intuitiven Zugang nicht habe, aber also die haben einfach intuitiv erfasst, was für das Lebewesen wichtig ist. Sie haben erfüllt, was ist mit Muskulatur, mit irgendwelchen, mit Faszien, mit Sehnen, mit Bändern und so weiter und so fort. Das kannst du ja auch alles, das kannst du ja auch fühlend erfassen, ne? Und ganz intuitiv genau, ne? erfassen. Und heutzutage haben wir aber die Möglichkeit, das mit unseren Messmethoden und statistischen Auswertungen und so weiter und so fort sozusagen wissenschaftlich nachzuweisen. Ist ja auch ein spannender Weg. Aber am besten fände ich, wenn wir das alles zusammenpacken können und ein ganzes Paket draus schnüren. Das wäre super. Und ich glaube, das fällt ganz vielen ganz schwer, weil entweder bin ich ein ungläubiger Thomas und brauche für alles ein Sicht und messbaren Beweis. Oder aber ich bin ein Mensch mit viel Empathie und dann reicht mir mein Gefühl. Ja, genau. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, so wie du sagst. Aber das Problem ist einfach, man kann ein Pferd auch nicht nur mit Intuition ausbilden. Ja? Nein, man braucht natürlich auch, ja klar. Man braucht auch Wissen. Ja, also man braucht auch Wissen. Also nur Gefühl fürs Pferd ist eben genauso. Das kann mich auch austricksen, weil vielleicht mein Gefühl dann anderes ist als das, was das Pferd in dem Moment empfindet. Und ich vielleicht ja auch in meinem Tun gar nicht das Langfristige sehen kann und gar nicht sehen kann, welche Folgen hat es für mein Partnerpferd. Und ich denke in diesem Moment vielleicht, das Pferd ist motiviert und freut sich und es ist toll. Und ich kann gar nicht sehen, dass meine Arbeit vielleicht dazu führt, dass das Pferd mal in 5 Jahren Probleme kriegt mit Gelenken etc. pp. Ja? Ja. Also ich glaube, was wir von den alten Meistern lernen können, ist dieses genaue, dieses empirische Wissen. Mhm. Also dieses genaue, wertungsfreie Beobachten von dem, was ich da tue und dem Effekt aufs Pferd immer wieder zu sagen, so Moment mal, ich habe A gemacht, das Pferd hat mit B reagiert, mal gucken, ob das nochmal so passiert. Ja? Also auch das können ja Versuchsreihen sein. Ja gut, ne? Aber da wäre jetzt wieder, denke ich, das Wissen also um die Lerntheorien ganz relevant, weil je öfter ich halt was Falsches wiederhole, umso mehr prägt es sich bei dem Pferd und natürlich auch bei mir selber ein. Also Leider genauso. Also nur weil etwas sich etabliert in der Beziehung, ist es ja nicht richtig. Ja? Muss also es nicht richtig sein. Ich kann mein Pferd ja auch mal, jedes Mal, wenn ich ein Leckerli in die Hand nehme, dann schnappt es nach meiner Hand. Genau. Das ist ja aber kein erwünschtes Verhalten. Nee. Ne? Mhm. Also ich kann damit auch Dinge, also ich hatte zum Beispiel mal ein Pferd, das hat mal so einen Zirkustrick-Kurs mitgemacht und hat gelernt, immer wenn es touchiert wird am Vorderbein, das war also ein Kaltblüter, dann soll es sich ablegen. Und dann hat der 5-jährige Sohn der Besitzerin dieses Pferd geführt, hatte eine Gerte in der Hand, dreht sich um, weil es der Mama was erklären wollte, haut dem Pferd aus Versehen mit der Gerte vors Vorderbein und das Pferd schmeißt sich mit Karacho auf das Kind. Und ich sag mal, der Junge hatte einen Beinbruch und ich sag mal, das war überhaupt nicht komisch, aber das Pferd war ja brav in dem Moment. Ja. Das hat ja genau das gemacht, was man dem Pferd ankonditioniert hatte. Mhm. Und das sind so Dinge, die muss man einfach auch verstehen lernen, weil das Pferd dann dafür zu bestrafen ist, im Grunde genommen dumm.
Nee, da sind ja auch so viele Dinge, die eben passieren, wenn man tatsächlich die von klein auf an hat. Ne? Und manche Leute, die wollen ja, ne, heutzutage dann, ja, oh, ich kaufe mir einen Fohlen und dann wird die Beziehung besser und so weiter und so fort. Und dann machen sie mit dem Fohlen irgendein Zeug, was du noch machen kannst, wenn es ein Fohlen ist. Ne? Wenn du dann aber ein ausgewachsenes Pferd vor dir hast und das steigt hoch und hält dir seine Vorderfüße hin, dann macht das keinen Spaß mehr. Ne? Sagt, die Ausbildung von Jungpferden ist nur was für junge Leute. Diese sind so unbedarft, dass sie die Folgen ihres Tuns oftmals gar nicht absehen können. Ja. Ich in meinem Alter habe viel zu viel Angst vor Fehlern und überlasse deswegen die Jungpferdeausbildung anderen. Ja, also das ist etwas, was man auch, diese Demut, die dazugehört, ein Pferd auszubilden, ist was, ich glaube, die mit zunehmendem Alter von uns, hoffentlich, zunehmender Weisheit, hoffentlich zunehmender Weisheit oder Erfahrung oder wie auch immer man das nennen will, eine andere wird. Also ich habe auch eine junge Stute im Moment, also mir gekauft, die ist jetzt 5,5 und ich habe da größte Ehrfurcht vor, dieses Pferd auszubilden und größte Angst, was zu verderben, weil ich immer denke, mein Gott, das junge Tier und ne, wenn man da einen Fehler macht und ich möchte da keinen Schaden anrichten. Ja, aber das ist auch keine gute Grundeinstellung, finde ich. Also ich habe ganz, ganz viele junge Pferde ausgebildet, auch in höherem Alter noch. Momentan habe ich keins zum Ausbilden. Aber ich finde, also es ist nicht... Es ist gar nicht so schwierig. Also wenn, wie gesagt, wenn man die Rückmeldung vom Pferd berücksichtigt, dann ist das überhaupt keine Problematik. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte eine Reitpause und dann wollte meine Tochter unbedingt, also ein eigenes Pferd, und dann hatte ich mir von einer meiner Schwestern ein Pony ausgeliehen, was noch nicht angeritten war. Und ich hatte also, wie gesagt, diese Reitpause gehabt und dann ist es gut, dann machen wir das jetzt halt einfach. Ne? Und dann habe ich, das war ein Endmaß-Pony, und dann habe ich halt angefangen, ihn da auszubilden, und es war überhaupt kein Problem, obwohl die lange Pause dazwischen war. Also hat sofort alles mitgemacht und war da völlig, völlig unproblematisch. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, wenn du halt viele, also ich habe ganz viele junge Pferde eingeritten, als so Anfang 20, ne? Bis zu Ende 20, dann hast du da halt auch irgendwo eine gewisse Routine drin, wo du halt immer wieder drauf zurückgreifen kannst. Du hast halt viele, viele verschiedene Pferde in diesen Situationen erlebt, und ich war 3 Pferde, glaube ich, habe ich nur im Gelände eingeritten, weil da die Reithalle den Winter gesperrt war und mit der Bundeswehr, die durchs Gebüsch gekrochen ist und allem möglichen Kram. Und auch das ging gut. Aber da liegt es dann einfach daran, wie schnell schaffst du es, eine persönliche Beziehung mit dem Pferd aufzubauen. Und wenn man keine Angst hat und keine Scheu hat, dann laufen die auch hinter einen her wie ein Hund. Ne? Also natürlich. Das, aber na klar, braucht man viel, viel Wissen und Erfahrung. Also ich würde jetzt nicht jemanden, der vorher irgendwie ein Schulpferd geritten hat und jetzt auf die Idee kommt, ich kaufe mir ein junges Pferd und ich mache das selber, dem würde ich das wirklich nicht empfehlen. Aber wenn man eben so mit Pferden aufgewachsen ist und von klein auf an irgendwie das gemacht hat, dann hat man da einfach so ein Gefühl dafür und dann hoffentlich. Ne? Hoffentlich, nicht jeder, aber hoffentlich, ja. Ja. Also du sprichst was ganz Wichtiges an, ne? Nämlich das Thema der Selbstüberschätzung. Und ich glaube, wie gesagt, also dass eine gewisse Bescheidenheit dazugehört. Mhm. Also ja, ne? Natürlich habe auch ich im Laufe der Jahre etliche junge Pferde ausgebildet und angelernt, aber trotzdem ist es halt eben immer wieder so, dass dieses unbeschriebene Blatt, was man da vor sich liegen hat, also diese Chance quasi diesem Leben so einen Sinn zu geben in Sachen Reitkunst, und eben wirklich diese spezielle Förderung genau dieses Gegenübers, was man da gerade stehen hat, das ist für mich immer wieder, ich sag mal, mit einem gewissen Nervenkitzel verbunden auch, und mit einer gewissen, also mit einer Demut verbunden für mich. Ja, also und einmal das, und dann sollten nach... Wer sind wir Menschen, dass wir uns das so rausnehmen, jemand anderen auszubilden? Ja. Und also wie gesagt, für mich ist das ein ganz, ganz klarer Fall von Gegenseitigkeit. Und ich lerne mit jedem Pferd, mit dem ich arbeite, lerne ich viele Dinge, spannende Dinge über mich, über das, was ich kann, über das, was ich noch nicht kann. Ja.
Und für mich ist das eine Herausforderung. Ja? Ja. Und das ist euch eine Frage, auf was für Charakter man ist. Ob man sowas als eine Herausforderung betrachten kann und sagen kann, boah, toll. Oder ob ich mich auch frustriert fühle dann schnell und denke so, boah, ich komme an meine Grenzen. Ich wollte das eigentlich gar nicht so genau wissen. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass man mit Pferden schnell auch dann ungerecht wird, eben weil sie so sehr spiegeln, was man selber noch nicht kann. Und das muss man sich schon auch annehmen können. Das ist also schon eine Form von Persönlichkeitsreife auch, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, da sollte, also ich sage, wenn das Mindset so ist, dass ich sage, wir gehen jetzt hier einen gemeinsamen Weg. Ne? Also ich bin nicht derjenige, der dem Pferd jetzt was beibringt, sondern wir erobern uns die Welt gemeinsam. Dann habe ich schon mal eine günstige Voraussetzung dafür, ja, dass wir gut miteinander harmonieren können. Weil ich gebe dem Pferd, also ich spreche ihm nicht das Recht ab, jetzt irgendwie zu sagen, oh, das finde ich zu gefährlich, das will ich jetzt nicht machen. Sondern dann sage ich, okay, du kannst das jetzt heute noch nicht, dann machen wir das heute nicht. Dann gehen wir da einen anderen Weg, dann gehen wir da vorsichtiger ran. Ne? Und, ganz genau. Und dann funktioniert das auch, weil dann haben die nämlich, also wenn sie verstehen, dass ich von ihnen nichts verlange, was sie nicht geben können, ja, und sie aber trotzdem fordere. Dass man sie ernst nimmt, dass man sie hört. Ja, genau. Dann ist es, dann benimmt es sich mir gegenüber ganz anders, als wenn ich sage, du musst jetzt in dieses Wasser reingehen, egal ob du Angst hast oder nicht, du gehst jetzt, ich will das, ich zwinge dich da rein. Mache ich nicht. Zur Not sage ich dann, okay, du magst das nicht, du hast Angst, jetzt gehe ich da mal rein. Wie sieht's denn aus? Kommst du mit? Ne? So ist ja, und es gehört sich einfach nicht. Nee. Und na, das ist halt eben wirklich ein Gedanke, also ein ethischer Gedanke und auch ein pädagogischer Gedanke, der sich bei vielen, vielen alten Meistern so durchzieht, ist wirklich diese Systematik in der Ausbildung des Pferdes zu sagen, gut, wenn es jetzt Schritt A nicht verstanden hat, ist es unsinnig, mit Schritt E anzufangen. Ja. Ja? Mhm. Und da haben wir heute ein großes Problem, weil es gibt viele Leute, die historisch arbeiten, die aber dann im Grunde genommen eine Art Reenactment betreiben und ich sag mal Dinge kopieren, die sie auf Bildern gesehen haben, das nachstellen, diese äußerliche Form, ohne aber die Texte wirklich verstanden zu haben, die Idee verstanden zu haben. Und deswegen ist dieses Zitat ein ganz wichtiges, nämlich es geht darum, dass wir das nachtun, was wir auf dem Kupferstich von 1612 sehen, sondern es geht darum zu verstehen, was ist der Inhalt dieser Lehre, was ist das, was die alten Meister damit gelernt haben. Und das ist ganz wichtig, dass wir natürlich diese Sachen, diese Inhalte können wir heute noch nutzen für die Pferde, aber es darf kein Reenactment sein. Ja? Also es darf nicht nur ein äußerliches Theater sein, sondern es muss einfach wirklich zum Nutzen des Pferdes sein, zum Benefit des Pferdes sein. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dass man wirklich versteht, dass man diese Techniken nur dann auch so effektiv nutzen kann, wenn man A, das richtige Pferd dafür hat, wenn man B, selber verstanden hat, was ist der Inhalt dieser Arbeit und C, diesen dann auch durchsetzen kann. Und wie gesagt, ich lehne mich da sehr auch in den Techniken an, die alten Meister genutzt haben und versuche aber dabei jedes Risiko für heutige Pferde und auch natürlich für den Menschen gering zu halten. Also ich habe zum Beispiel, kann man hier ganz gut sehen, keinen Pilaren, der eingemauert ist, an dem das Pferd fixiert wird, sondern ich habe so einen mobilen Pilaren, der dieselbe Funktion hat in dem, was er darstellen soll für das Pferd. Und das Pferd wird aber dann nicht dran befestigt, sondern ne, wir nutzen halt eben die Technik, wir nutzen den Inhalt der Technik, ohne dass wir irgendein Gefahrenpotenzial heraufbeschwören, irgendwie das Pferd in eine Situation bringen, in der es überfordert sein könnte, in der es womöglich sich verletzen könnte oder natürlich auch der Mensch Schaden nehmen könnte. Das ist auch ganz wichtig, dass wir sowas nicht mehr machen. Ja. Da ist wirklich für mich die Frage, was können wir aus den Lehren der alten Meister für unsere modernen Pferde lernen? Auch da müssen wir ja mal drüber sprechen. Wir können das nicht so eins zu eins kopieren, weil die Pferde durch die Einkreuzung der sehr schubbetonten Vollblüter, aber auch der sehr schubbetonten Zugpferde, also Kutschpferde, die haben sich einfach verändert in ihren Bewegungsabläufen. Also die funktionelle Anatomie, die Stellung der Gelenke zueinander hat sich verändert. Und daraus resultieren auch andere Bewegungsabläufe. Und ob man sich die jetzt mit Biotensegrity oder Biomechanik erklären mag, das ist auch so ein kleines bisschen, heute habe ich das Gefühl manchmal, welcher Theorie man da mehr anhängt.
Im Grunde genommen ist es aber so, die Pferde früher waren anders. Die haben andere Bewegungsabläufe zeigen können. Und manchmal, wenn man Glück hat, findet man heute noch im iberischen Raum Pferde, die diesen Bewegungsabläufen sehr, sehr nahe kamen, die alten Meister hatten. Mhm. Und schon deswegen kann etwas nicht gleich aussehen. Ja? Weil natürlich können ein Pudel und ein Schäferhund dasselbe tun, aber natürlich muss es unterschiedlich aussehen. Und ja, da ist es noch heute schon auch eine Form von Irrsinn zu denken, dass ein Shetty genauso ausgebildet werden kann wie ein Vollblüter. Ja? Oder dass ich ein Iberer genauso schulen kann wie ein Warmblüter. Ja. Oder dass wir haben heute das Gefühl, es gibt eine Reitlehre und das ist one fits all. Und das kann ja gar nicht gehen. Weil ja jeder einen zuchtbedingt, einen anderen Körper mitbringt, einen anderen Geist mitbringt. Und ja, da ist es wirklich so, dass man sagen muss, nein, wir wollen das nicht nachtun, nein, wir wollen das auch nicht nachstellen, ja, sondern wir wollen verstehen, auch hier kein fester Pilar, sondern dann nur so ein Hütchen. Wir wollen verstehen, was ist da der Inhalt dieser Arbeit gewesen, und das ist eine Arbeit, die wir nacharbeiten können, um unseren Pferden damit Bewegungsvorschläge zu machen, um unseren Pferden das beizubringen, was den alten Meistern wirklich das höchste Ziel war, nämlich eine mentale Balance und eine körperliche Balance, die dann dazu geführt hat, dass man dieses Pferd dann am Ende dieser Ausbildung auch mit einem Reitergewicht belasten darf. Mhm. Ja? Damit gerade nochmal, Entschuldigung, ja, möchte ich gerade nochmal was zu sagen, habe ich auch also eine ganz interessante Erfahrung persönlich gemacht. Und zwar habe ich noch also Oldenburger und Holsteiner reiten dürfen, die noch, also wo noch kein Vollblut reingekreuzt wurde, und habe dann quasi die Entwicklung miterlebt, wo sie dann die Vollblüter quasi mit in die Zucht reingenommen haben. Ja. Und da hattest du dann plötzlich also ein ganz anderes Mindset der Pferde, ne? Ein viel höheres Aktivierungsniveau als ja, bei den ursprünglichen Oldenburgern, ja, und Holsteinern. Ne? Also die, ja, waren viel cooler. Ne? Ob da jetzt, was weiß ich, ja, da irgendwo im Gebüsch was geraschelt hat oder so, das hat denen überhaupt nichts ausgemacht. Ne? Aber wo dann das Vollblut mit drin war, da musstest du immer damit rechnen, dass irgendeine Reaktion kommt, die du sonst gar nicht kanntest. Ne? Also das hat sich auch enorm geändert. Ne? Das hat sich enorm geändert. Also gerade die Pferde aus Oldenburg, also vom Herzog von Oldenburg, die waren ja zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges sehr populär. Ich weiß nicht, ob du da historisch bewandert bist, aber die berühmte Schlacht von Lützen, in der Gustav II. Adolf, der, ja, König von Schweden, damals ja erschossen wurde. Da gibt es ja noch dieses ausgestopfte Pferd. Genau, ne? Ja. Sein Hengst, den Streif, ja, das war ja sein Leibpferd, ja, nennen wir das ja in der Reitkunst. Mhm. Und dieses Pferd ist ja getötet worden, und dann ist ihm ein Ersatzpferd gestellt worden aus der Zucht des Herzogs von Oldenburg. Und dieses Pferd war weniger gut ausgebildet als dieses Leibpferd des schwedischen Königs. Mhm. Und die Gegebenheiten dieser Schlacht, die waren sehr ungünstig. Das lag also in einem Tal, und ringsherum standen Mühlen auf dem Bergkamm oder auf dem Hügelkamm. Und diese Mühlen sind angesteckt worden. Und es hat gebrannt. Und der ganze Rauch ist quasi in dieses Tal gesunken. Mhm. Und der schwedische König hat schon nicht mehr so gut gehört, auch durch den Kanonendonner womöglich, und war so ein bisschen taub und ist quasi in diesem Nebel von diesem Rauch quasi hinter die feindlichen Linien geraten mit diesem weniger ausgebildeten Pferd, was wohl offensichtlich durchgegangen ist beim Kanonenschuss, und ist dann daraufhin erschossen worden. Mhm. Und das fiel mir jetzt gerade so spontan ein, zu dem Zug. Ja. Und obwohl eben der Oldenburger als sehr nervenstark galt und ihm deswegen auch quasi angedient worden ist als Geschenk, ist es trotzdem so, dass eben dieses Pferd, was weniger gute Ausbildung, ja, weniger gute Schulung und natürlich auch viel weniger Beziehung zu seinem Reiter hatte, heute noch in Deutschland dafür verantwortlich ist, welche Gebiete katholisch und welche protestantisch sind. Weil der Ausgang dieser Schlacht ganz viel dazu geführt hat, und der darauf folgende Westfälische Friede in Münster, den ja dann die Tochter von Gustav II. Adolf geschlossen hat, dass wir da im Grunde genommen heute noch Auswirkungen haben von der Ausbildung dieses Einpferdes und der Zucht dieses Einpferdes und den Bedingungen, die dieses Pferd quasi mitgebracht hat. Ja, ja, Wahnsinn. Also,
das ist 400 Jahre her. Und deswegen kann man nicht sagen, das hat mit uns heute nichts mehr zu tun. Nee. Und ach, das ist gewesen. Sondern es ist wirklich so, dass man sagen muss, nein, ne, das, was quasi dieses Pferd konnte oder nicht konnte, hat dazu geführt, dass in Europa sich Dinge verändert haben. Ja, deshalb sage ich ja, früher waren sie einfach abhängig davon. Ne? Also ohne das Pferd hätten wir die Entwicklung, die wir gemacht haben, auch überhaupt nicht machen können. Hätten wir auch nicht. Also unsere Kultur ist gerade hier in Europa ganz, ganz stark auf dem Rücken des Pferdes aufgebaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja? Also das wäre ohne, würde das Ganze hier anders aussehen auf der Landkarte. Ja. Gut, ne? Also auch hier, ne? Es geht hier also nicht darum, hier sehen wir die Arbeit am sogenannten Vorteil, die sehen wir bei Löhneisen, die sehen wir, Löhneisen schreibt 1609, wir sehen das hier bei Gottlieb Ritter von Weyrother im 19. Jahrhundert in der Wiener Hofreitschule. Und da geht es nicht darum, dass man den Bewegungsablauf des Pferdes da kopiert, sondern dass man versteht, worauf hat diese Technik abgezielt und bei welcher Problemstellung hilft das? Also es ist bei mir so, dass ich nicht jede Technik mit jedem Pferd arbeite, weil nicht jede Technik für jedes Pferd Sinn macht. Ein Pferd braucht Hilfe bei Dingen, die es nicht alleine kann. Ja. Und wenn es Dinge kann, braucht man ihm auch nicht helfen. Genau. Und wenn das, was man getan hat, dem Pferd nicht geholfen hat, dann war das keine Hilfe, sondern Gehampel. Und da sollte man auch immer sich drüber im Klaren sein, dass man im Grunde genommen ein bisschen auch da das Feedback, also nicht ein bisschen, sondern eigentlich im Wesentlichen das Feedback des Pferdes braucht, zu sagen, was das, was ich getan habe, hat es geholfen oder hat es nicht geholfen. Ja. Und daran mache ich persönlich fest, welche Technik nutze ich für welches Pferd, was kommt überhaupt in Frage für dieses Pferd. Ich habe immer mal wieder auch Anfragen, dass die Leute sagen, oh, kannst du meinem Pferd das beibringen? Und ich kann immer nur sagen, wenn es Sinn macht, ja, sonst nein. Ja. Ja. Ja, also weil sinnlose Dinge, die womöglich sogar die Natur des Pferdes zerstören würden, bringe ich Pferden grundsätzlich nicht bei. Das ist für mich immer so die Maßgabe, dass ich gucke, was ist die Natur des Pferdes und das ist etwas, was ich fördere und alles, was da nicht zugehört, das verwerfe ich. Ja. Ne? Weil es einfach dem Pferd die Natur nehmen würde und nicht seine Talente fördern würde. Ja. Sondern es würde das Pferd überfordern. Ja, da gibt es zum Beispiel ja die Handarbeit noch, ne? Hier mit meinem Leitpferd Finn, wo wir hier uns auf dem Carré befinden und das eine sehr alte Hufschlagfigur ist. Das ist die sogenannte Volta Quarte del Quarto, also das ist eine Arbeit, die wir schon von Pignatelli kennen, der ja Kollege oder Schüler Grisonus war und ja ganz viele große Reitmeister dann der Vergangenheit ausgebildet hat, also zum Beispiel Plevinel oder Löhneisen, Salomon de la Brue oder Pierre de la Noue, die ja auch in Frankreich gelehrt haben, de la Noue dann ja später im Siegerland in Deutschland, solche Leute wie den Comte de Saint-Antoine, der dann später wieder nach England gegangen ist. Der Lehrer Grisonus kam ja auch aus England, also es gibt ja nicht die italienische Reitkunst in dem Sinne, sondern es ist ja eine europäische Reitkunst. Grisonus selber hat ja internationale Lehrer gehabt, von denen er selber ja auch schreibt in seinem Werk. Ja, die waren damals schon international, ne? Schon viel schwieriger da voranzukommen, ne? Ohne das Pferd wäre es auch nicht möglich gewesen, diese Entfernung zu überwinden. Genau so ist es. Also bei Bus und Bahn, das war noch nicht. Nee. Vom Flugzeug schon mal gar nicht zu reden. Ganz genau. Ja, ja. Und also auch hier ist es wichtig, wie gesagt, dass wir uns nicht nur die Zeichnung angucken und denken, so, boah, das würde ich auch können, sondern dass wir verstehen, macht das für dieses Pferd Sinn? Ja. Und wenn ja, worin liegt der Sinn für dieses Pferd? Also ich nutze eine Lektion nicht, damit mein Pferd eine Lektion kann, sondern ich nutze eine Lektion immer nur, um zu fragen, was kann sie meinem Pferd vermitteln, was kann ich damit überprüfen. Ja, das ist ein Mittel zum Zweck, hat überhaupt gar keinen Selbstzweck. Also egal, was es ist, ob das Seitengänge sind, ob das eine Piaffenarbeit ist, etc. pp. Für mich hat das immer nur den Zweck zu sagen, was kann ich meinem Pferd damit beibringen oder was kann ich noch überprüfen, was will ich hier für ein Feedback bekommen über die Dinge, die noch nicht so prima sind. Und das Maß aller Dinge, das muss man mal ganz klar sagen, sind die Grundgangarten des Pferdes. Ja. Also im Laufe der Ausbildung müssen sich die Grundgangarten immer mehr verbessern und nicht verschlechtern, wie wir das heute leider oftmals sehen. Wo wir plötzlich Pferde haben, die nur noch einen Passgalopp springen können. Pferde, die schon im Schritt nur eine Passverschiebung haben, gar keinen diagonalen Schritt mehr gehen können. Und das gab es bei den alten Meistern nicht. Also das immer wieder, der Prüfstein sind die Gangarten des Pferdes. Ja.
natürlichen Grundgangarten des Pferdes, welche auch immer das Pferd hat. Also das gilt für Gangpferde ebenso wie für Pferde mit normalen Dreigängen. Ich meine, es wäre doch auch albern, wenn ich irgendwie durch die Ausbildung eine Verschlechterung erzielen will. Und wenn ich eine Verschlechterung erziele, dann muss ich mich doch mal fragen, ob ich da nicht irgendwas verkehrt gemacht habe. Ne? Aber das ist ja, Conny, genau das Problem, was wir heute haben. Wir haben ja Pferde, die durch die Arbeit immer mehr verschlissen werden. Und das ist ja eine Realität. Ja. Also das ist ja nicht so, dass man sagen kann, oh, upsie, das passiert einem von Tausenden, sondern das ist ja die Regel, dass wir Pferde haben, die heute im Alter von 12 Jahren erste große Melassen haben, die ab 15 schon als Senior gelten, auch bei allen Futterfirmen. Und jedes Pferd, was über 20 wird, das, ich sag mal, kriegt schon einen besonderen Geburtstagskuchen, weil man denkt, dies war der letzte Geburtstag. Ist ein Wunder. Das ist bei den meisten dann anders gewesen. Da ist ein Pferd 40 geworden, ohne Probleme. Dann nochmal eine Mindset-Aussage dazu, ich von einer Reiterin bei uns im Stall. Die hat sich ein Pferd gekauft, das war knapp 11 Jahre alt, ja. Und dann sagt die doch zu mir, ich wäre bald vom Hocker gefallen, da sagt die zu mir, naja, nun, der ist ja zwar schon fast 11, aber jetzt habe ich mir so gedacht, also 5 Jahre wird er ja auf jeden Fall halten für das, was ich so vorhabe. Und dann ist mein Sohn ja alt genug, dann kann der ja so ein bisschen mit dem durchs Gelände tüdeln. Ja. Ich habe gedacht, fährt nicht wieder. Wie kommt man zu... Nee. Ja, also wir müssen sagen, leider ist es heute wirklich so, es ist kein Pferdegesundheitstraining, was wir sehen, sondern es ist ein Pferdeverschleißtraining. Ja. Und das hat was damit zu tun, dass die Pferde viel zu jung in eine viel zu starke Arbeit gehen. Den meisten ist heute immer noch nicht klar, dass ein Pferd mit 6 Jahren frühestens, das möchte ich mal sagen, frühestens ausgewachsen ist. Ja, es gibt auch Pferde, die sind erst mit 9 Jahren ausgewachsen. Und deswegen ist auch ein Pferd mit 12 kein Senior, sondern gerade eben ausgewachsen. Das ist gerade eben ein erwachsenes Pferd. Und es war früher ganz normal, dass Pferde mit über 40 noch geritten wurden, täglich geritten werden konnten. Nicht einfach geritten wurden, weil man sie noch da hat und man sie nicht einschläfern lassen will, sondern dass sie geritten werden konnten, und weil sie noch gesund waren. Aber ein Problem, was die damals auch noch nicht hatten und was ja heute ganz gravierend ist, und da müssen wir auch immer dran denken, ist diese ganze Umweltverschmutzung, die Pferde ja unglaublich belastet. Ne? Also die hatten auch keine einwandfreie Futterqualität oder so. Ne? Aber jetzt die ganzen Gifte, ne? Weißt du, was so versprüht wird, also Glyphosat und was weiß ich, also so ein Zeug... gab es ja da nicht. Ne? Ich meine, klar hatten die auch Probleme, aber diese extremen Probleme, so wie wir sie heute haben, haben die da nicht gehabt. Ne? Da gab es dann auch mal, was weiß ich, vielleicht was Verschimmeltes oder hier oder da, aber diese Menge an Giften und Zusatzmitteln, die dann oder auch Medikamente, vorsorglich gefütterten Magenschutz oder sowas, also da kräuseln sich mir die Fußnägel, wenn ich das höre. Ne? Aber auch das wird bei jungen Pferden von manchen Leuten einfach gemacht. Da gibt es denn, was weiß ich, Omeprazol oder so ein Kram, da frage ich mich dann, was soll das? Ne? Ich sage, so eine Belastung, das sollte man sich wirklich gut überlegen. Ja. Ist der eine oder andere wirklich von allen guten Geistern verlassen. Aber auch man muss sagen, ne, auch damals sind Pferde wirklich auch mitunter nicht gut behandelt worden. Also Guerillière zum Beispiel malt die Pferde mit Bleifarbe an. Ne? Also von der wir auch wissen, das ist hochgiftig, und er hat trotzdem die Pferde so lange gearbeitet. Also die haben sicherlich auch Vergiftungen gehabt, aber die Pferde sind trotzdem im Bewegungsapparat gesund gewesen. Ja, ich hab heute schon Fälle, wo 5-jährige Pferde Arthrosen haben. Ich habe vor 3 Jahren habe ich 2 4-Jährige im Training gehabt. Der eine hatte einen Unterkieferbruch und der andere hatte eine abgerissene Zunge mit 4 Jahren. Oh Gott. Ja, beide kamen aus dem Profiberitt. Und da muss man ja sagen, das hat ja nichts damit zu tun, dass man einem Pferd irgendwas beibringt oder ein Pferd irgendwie ausbildet im Sinne der alten Meister von, ich sag mal, Gesundheit und Lebensfreude und Schwung, sondern das ist ja eine Pferdevernichtungsindustrie. Ja. Ne? Ganz klar, und die hat A, was damit zu tun, ich sag mal, dass man Pferde verkaufen muss,
Weil kein, also ein Züchter kann ja nicht daran gelegen sein, dass man ein Pferd 40 Jahre hat, weil dann muss der den Laden zumachen. Ja. Und natürlich ist es auch so, dass wenn ich einen Bereiter mir suche, der lebt ja davon, dass er das nächste Pferd wieder ausbildet. Dem ist ja nicht damit gedient, das Pferd einmal auszubilden und dann nie wiederzusehen, sondern, ne? So, und wie gesagt, ich habe da schon einen anderen Ansatz und mir ist es einfach wichtig, dass meine Schüler selber zum Trainer ihrer Pferde werden. Ja. Also selber zum Pferdegesundheitstrainer werden. Und wie gesagt, da haben wir hier die Handarbeit und das ist mir ganz wichtig, dass wir, hier ist meine junge Stute, von der ich gerade gesprochen habe, ja. Dass man halt eben die Schulung in Sachen Körperintelligenz und Bewegungskompetenz von Anfang an dem Pferd Zeit lässt, Dinge zu verstehen, Dinge umzusetzen, sich zu finden in seinem Körper und ich sag mal, peu à peu das Pferd dahin bringt, dass es selber seine Mitte findet. Ja, dass es sich erstmal selbst ausbalancieren kann, ne? Dass es weiß, wie das geht, wie genau. Ja, wo fängt mein Körper an, wo hört er auf, wie mache ich das, dies und das und jenes am besten, genau. Also dass es erstmal selber kann, ne? Weil genau. wenn das Pferd das noch nicht kann und ich setze einen Reiter da drauf, der das auch nicht kann, ja, was soll denn bei den beiden rauskommen, ne? Ja, kann ja nicht, ne? Das kann ja nicht zielführend sein, ne? So. Nee. Und ja, wie gesagt, das, ne, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dieses hier, mein Finn, mein Leibpferd, der hat ganz klar die Stärken in der Galopparbeit und deswegen haben wir da auch den Fokus drauf. Hier eine Langzügelarbeit und da ist es wirklich so, dass man sagen muss, diese Förderung dieser Stärke hat absolute Priorität. Das ist das, was ihm Freude macht. Das sieht man auch am Gesicht. Ne? Man sieht einen offenen, freundlichen Ausdruck und hält ihn wirklich richtig bei der Stange und er hat da ganz große Lust zu. Und bestimmte andere Dinge, die man so macht, machen wir nicht so, weil er ist kein Mann mehr und ich sowieso nicht. Und deswegen gibt es bei uns auch keine Rolle. Ja? Das sind so Dinge, die kommen nicht in Frage für uns. Und auch da ist ganz klar so, ich nutze die Technik, einfach die am sinnvollsten für dieses individuelle Pferd ist. Ja, genau. So, und das ist mein Senior, der ist 25 jetzt dieses Jahr und sieht noch so aus und hat auch noch Lust, was zu machen. Und meine Pferde werden ja alle drei nicht geritten. Das hat verschiedene Gründe, sondern ich habe mich halt eben wirklich auf diese Ausbildung am Boden im Grunde genommen spezialisiert. Obwohl ich halt eben früher ja auch geritten bin und natürlich auch eben noch Reitkunst unterrichte. Und aber trotzdem eben meine Pferde, für die kommt das nicht in Frage oder nicht mehr in Frage. Also hier zum Beispiel in der Voltrombersee um den Pilaren rum mit einer gebisslosen Arbeit. So, und auch die Hohe Schule ist für mich halt eben wirklich eine reine Bewegungstherapie für das Pferd. Kein Selbstzweck, wie das heute oft so, ne, so anstrebsam, diese Lektion muss ein Pferd können und diese Lektion. Ja. Nein, es ist wichtig, dass das Pferd versteht, dass es in seinem Pferdekörper Pferdedinge machen kann. Und das ist für mich das allergrößte Kompliment, wenn ich dann sehe, dass meine Pferde dann im Freilauf oder im Spiel miteinander so die Elemente anwenden, die wir gerade so in der Arbeit als Thema haben. Also da muss ich immer so ein bisschen drüber schmunzeln, weil so bestimmte Aufgaben, die wir dann uns zusammen erarbeiten, die probieren meine Pferde dann immer gerne aus. Beobachte ich dann schon mal, wenn die dann so im Spiel miteinander sind und gucken wirklich, was sie in ihrem Körper so finden können und wie sie das so ein bisschen variieren können. Das finde ich ist immer ein tolles Kompliment, wenn das so nachhaltig ist, wenn ein Pferd das so für sich nutzen kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, das ist ja total süß, das Foto. Ja, das ist mein Nyx, mein Senior. Der ist tatsächlich sogar erst 20-jährig zu mir gekommen. Oh. Also ich habe mir bewusst ein so altes Pferd gekauft und ich kann nur sagen, das ist für mich mein größter Professor und ja, ich mag immer, wenn ich so an ihn denke, dann habe ich immer so dieses Steinbrecht-Zitat im Kopf, also Fortschritte macht dein Pferd nur, wenn du auf gutem Fuße mit ihm stehst, selbst wenn du deine schlechten Neigungen, sein natürliches Widerstreben bekämpfst, muss dein Umgang mit ihm stets von einer wohlwollenden Gemütlichkeit angehaucht sein und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, das sollten wir uns alle so auf die Fahnen schreiben, dass wir im Grunde genommen das Pferd ja deswegen ausbilden, weil das Pferd uns wichtig ist und weil wir das Pferd lieben. Und deswegen müssen wir einfach uns von uns aus, also man nennt das ja intrinsisch motiviert, immer weiterbilden wollen. Nicht deswegen, weil man das so tut, sondern einfach,
Deswegen, weil es uns ein Herzensanliegen werden muss, zu sagen, ich muss mehr wissen über Haltung, ich muss mehr wissen über Fütterung, ich muss mehr wissen über Hufballons, mehr wissen über Ausbildung, mehr wissen über alles, dass alle diese Themen rings ums Pferd. Zaunkunde ist ein Riesenthema bei mir, wo ich regelmäßig zur Schule und wo ich regelmäßig auch zu spreche. So all diese Teile, die man heute so als selbstverständlich und als gegeben hinnimmt und denkt so, ach ja, ne, macht man halt so. Nein, da dürfen wir nicht stehen bleiben wollen. Nicht, da dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern da dürfen wir nicht stehen bleiben wollen. Ja. Das muss uns ein Anliegen werden, weil uns dieses Pferd so wichtig ist. Ja, darf ich kurz noch, auf eins möchte ich gerne, und zwar auf die wohlwollende Gemütlichkeit. Ne? Freddy Knie ist das, glaube ich, und auch Monty Roberts, die sagen, das Adrenalin muss niedrig sein, wenn du zum Pferd gehst. Ne? Dass dein Adrenalin ist aber nur niedrig, wenn du also mental ausgeglichen bist. Das heißt, du musst jederzeit in der Lage sein, ja, dich runterzufahren, ne? In die Entspannung zu gehen. Kann ich eine schöne Story zu erzählen? Da bin ich mit meinem Pferd spazieren gegangen. Nachdem es große Aufregung auf dem Hof gab, weil Reitabzeichen war, also abgenommen wurde. Und gleichzeitig sind am Nachbarhof die Pferde zum ersten Mal auf die Koppel gelassen worden. Und da kannst du dir ja vorstellen, der wäre am liebsten explodiert. Ne? Und dann habe ich gedacht, oh, was mache ich jetzt? Ne? Dann habe ich gesagt, so, jetzt, ich bin Trainerin für autogenes Training, ne? Ich kann das auch von jetzt auf gleich, habe ich gesagt, so, jetzt mache ich einen Selbsttest. Ich fahre mich jetzt ganz runter, ganz in die Entspannung, in den Alpha-Zustand hinein. Und er ist mir gefolgt. Und wir hatten einen total toll entspannten Spaziergang. Also ne, das ist was, was eben auch noch zusätzlich erstrebenswert ist, ja, sich selber ja, so kennenzulernen und auch die Möglichkeiten zu haben, seinen inneren Zustand zu verändern, dann hat man eben auch die Möglichkeit, wenn die Beziehung zum Pferd da ist, ne, das eben auch. Ich glaube, das, was du da gerade erklärst, Conny, ist ein ganz wesentlicher Teil von Kultur. Ja? Man selber seine Impulskontrolle so weit kultiviert, dass einem ein Zusammensein mit anderen möglich ist. Ja. Das ist ja bei kleinen Kindern nicht so. Ne? Ein kleines Kind, das hat jetzt einen Impuls und will den leben. Und ich sage mal, den setzt es durch. Und das macht uns Erwachsene ja auch ein Stück weit aus, dass wir im Grunde genommen unsere Impulse kontrollieren lernen und reflektieren lernen und innerlich mal einen Schritt zurückgehen und sagen können, Moment mal, will ich das wirklich sein? Ja. Ja? Will ich so? Ja. Oder will ich, das ist ja eine Entscheidung. Ja, klar. Ja? Also beim ersten Mal ist es ein Fehler und das passiert einem, aber beim zweiten Mal ist es ja eine Entscheidung, weil ich treffe mein Tun als denkender Mensch. Und das ist ja wirklich was ganz Wichtiges, dass wir wirklich lernen, unsere Impulse zu kontrollieren. Und ich höre das immer wieder, dass die Leute sagen so, ja, und dann gehe ich zum Pferd und dann lasse ich meinen Fuß da. Ja, aber wem lasse ich den denn dann? Beim Pferd lasse ich den dann. Ja, den sollte ich dann gar nicht erst mit hinnehmen. Ne? Ja. Ne, und dieses Pferd muss meinen Fluss dann tragen. Das kann ich auch gar nicht, zumal ich ein junges Pferd. Ja? Und da muss ich mich nicht wundern, wenn diese Beziehung immer mehr von diesem Aufspulen gestaltet ist, weil ich im Grunde genommen jedes Mal mit so einem Adrenalin dahin komme und denke so, puh, und jetzt will ich das loswerden. Ja, ich kann wegmisten vielleicht. Ja? Und kann vielleicht über diese Bewegung vom Misten das loswerden, aber ich darf es bitte nicht am Pferd lassen. Das gehört sich nicht, das ist unkultiviert. Ja, vor allen Dingen, damit setzt man ja dann auch so eine Negativspirale in Gang. Ne? Ja, man überträgt seine Aktivierung, seine sozusagen Aggression. Also Adrenalin bedeutet ja auch immer irgendwo, ne? Entweder Kampf oder Flucht. Ja, ne? Ich lasse die sozusagen da beim Pferd und das Pferd, das nimmt das und muss es ausleben und das führt dann zu so einem Teufelskreis, wo man sich dann gegenseitig immer weiter aufschaukelt. Das Pferd reagiert in dem Moment seiner Natur gemäß und diese Widersetzlichkeit, die ich da erfahre, ist im Grunde genommen, also ich glaube nicht, so wie du vorhin sagst, das Pferd ist dein Spiegel, das Pferd spiegelt dein Verhalten, so ist es glaube ich eher, weil ich glaube, wenn man das Pferd nur als eine Oberfläche sieht und dann denkt so, das ist mein Spiegel, dann nimmt man dem auch irgendwie jede Persönlichkeit. Nein, aber es spiegelt das Verhalten, damit hast du total recht. Ne? Ja. Und das ist so ein bisschen im Sinne von, wie es in den Wald hinein hochzuschalten ist, auch genau. Ja. Und wenn ich mit so einer Fall auch vielleicht schon die Pferd gehe, dann das Pferd auch eher geht. Ja? Das ist ganz wichtig, die Wald
Schluss zum Bindeglied, und das ist meine letzte Folie für heute, zum Bindeglied werden zwischen Mensch und Pferd, und die darf nicht dazu führen, dass es Missverständnisse gibt und dass die Beziehung von Mensch und Pferd sich immer mehr entzweit im Laufe der Zeit. Ja, dass die Pferde immer weniger Lust haben auf ihren Menschen. So ein Pferd kann ja nicht den Koffer packen und ausziehen, sondern es ist ja auch das Gewicht. Wie gesagt, das ist ganz wichtig. Die Reitkunst soll Mensch und Pferd verbinden und zusammenbringen. Und das ist, wie gesagt, alles das hat keinen Selbstzweck. Also alles das, was wir mit den Pferden machen, sind diese Arbeit mit diesen Übungen, mit diesen Lektionen, das sind Inhalte, die wir unserem Zusammensein geben. Ja. Aber nicht Zwang. Also nicht so, dass das der einzige Inhalt ist. Das ist ganz wichtig. Der Inhalt ist das Zusammensein. Ja. Und das gestalten wir mit Hilfe dieser Arbeit. Aber es ist nicht so, dass die Arbeit der einzige Zweck ist von dem, was zwischen Mensch und Pferd passiert. Und das ist was ganz Wesentliches, was man heute verstehen muss. Pferdeausbildung hat keinen Selbstzweck, sondern die Pferdeausbildung hat den Zweck, dass ein Pferd ist. Und zwar möglichst ein gesundes. Ja. Und das ist, dass ein Pferdekörper Pferde Dinge tun kann. Ja, aber immer besser tun kann auch. Ne? Immer besser tun kann. Ja. Ne? Also wir wollen die Natur des Pferdes finden, wir wollen sie fördern oder sie überfordern und wir wollen sie im Grunde genommen zumindest erhalten, mit Chance sogar verbessern, das wäre toll. Ja. Und das muss das Ziel sein unserer Arbeit, und das ist das, was ich halt eben wirklich anbiete, dass ich eben den Menschen die Chance gebe, dass sie das erfahren können mit ihren Pferden. Und wie gesagt, in all den Dingen, die ich da tue, ob es Messeauftritte sind, ob es Fachvorträge in der Dozentur sind, ob es ein Online-Coaching ist, via Video, ob es Präsenz-Coaching ist, was ich hier regional anbiete, meine hippologischen Morgenen, die ja, ne, wie gesagt, mittlerweile schon ganz etabliert sind, sogar bei verschiedenen anderen wird man jetzt diesen Begriff hippologischer Morgen oder hippologischer Abend finden. Sogar die FN hat sich das jetzt seit 2020 auf die Fahnen geschrieben und bietet jetzt so ein Konzept an. Und ich freue mich total, dass ich so viele Leute damit schon inspirieren konnte, mit dem, wie ich diese Dinge sehe. Und ja, ich sag mal, hoffe sehr, dass ich diese Maxime noch lange leben kann. Also und so vielleicht noch die eine oder andere Pferd-Mensch-Beziehung so ein kleines bisschen als Dolmetscher unterstützen darf. Das finde ich super, total klasse. Du, vielleicht magst du gleich nochmal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen was sagen über deinen hippologischen Morgen. Das ist ja ein Online-Angebot. Ne? Wir werden dann natürlich auch die entsprechenden Adressen und so, wo man dich finden kann und wie man dahin kommt, jetzt zum Beispiel an so einem hippologischen Morgen teilzunehmen, in die Videobeschreibung mit hineinpacken. Aber vielleicht sagst du gerade noch mal kurz, wie das so funktioniert, wenn jemand also Interesse hat, da mal teilzunehmen. In welchem Turnus findet das statt und wie kommen die Leute dahin, dass sie teilnehmen können? Sag einfach mal kurz was dazu. Genau. Also ich habe einmal im Monat, meistens so am ersten oder zweiten Sonntag im Monat, auf den Sonntagmorgen via Zoom ein Meeting, wo wir dann ein bestimmtes Thema besprechen. Also unser nächstes Thema jetzt zum Beispiel im Januar 2021 wird die Arbeit mit der Piaf sein. Und dann hat das bei mir immer so einen Untertitel, der erscheint immer so ein bisschen humoristisch, ist aber eigentlich sehr ernst gemeint. Und bei der Piaffenarbeit ist der Untertitel Angst auf der Stelle oder wertvolles Werkzeug. Ja? Wir wollen uns also wirklich damit auseinandersetzen, was ist da mal der Inhalt einer Lektion, einer Arbeit, wie ist das historisch gesehen. Wir wollen da so ein bisschen in medias res gehen, wollen gucken, wie kann so eine Arbeit heute aussehen, was haben unsere modernen Pferde davon, was lässt man lieber weg, das ist auch interessant heute mal zu beobachten, und widmen uns im nächsten Jahr ganz verschiedenen Themen, der Jungpferdeausbildung, dem Crossover, also verschiedenen fortgeschrittenen Longiertechniken, werden sprechen über Galopparbeit jetzt im Februar als nächstes, sprechen über moderne Pilarenarbeit noch, über die Seitengangsarbeit bei den alten Meistern. Das sind erstmal so die Themen im nächsten halben Jahr. Und da gibt es jeden Monat ein spannendes Thema, zu dem wir uns dann quasi, man braucht dazu einen Zoom-Account, also so ein Konto-Account, der ist kostenlos, und dann meldet man sich über meine Webseite www.barocke-Pferdeausbildung an bei mir, schickt mir eine E-Mail, ich habe da so einen Kontaktbutton, wenn man Lust hat, an dem Thema teilzunehmen, und das geht ganz unkompliziert, und dann haben wir immer am Sonntagmorgen sehr, sehr netten Austausch dann dazu, geht immer so, wir starten so um 10 in der Regel, sind wir so nach zweieinhalb Stunden durch,
Und dann, ja, ich sag mal, haben wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ein bisschen zu diskutieren auch. Und das ist immer eine total nette Veranstaltung, weil wir da unheimlich konstruktiv zu diesen einzelnen Themen arbeiten können und ja, uns auch wirklich richtig damit auseinandersetzen können. Also nicht so dieses, was heute so modern ist, so Dinge so gut findet oder verwirft, sondern ne, dass man wirklich erklärt, warum sind Sachen so und so, was passiert im Pferd, was soll passieren, sehen wir das hier? Also es geht da ganz viel um Augenschulung. Und ich glaube ja, es kann sich immer nur der eine Meinung bilden, der gebildet ist. Und damit wollen wir mit diesem mykologischen Morgen so ein kleines bisschen beitragen, dass man eine sehr fundierte Meinung sich bilden kann für sein eigenes Pferd dann. Ja, ja, wunderbar. Das finde ich klasse. Also wie gesagt, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Wer also jetzt Lust bekommen hat, da mal teilzunehmen, ja, einfach mal ausprobieren. Ist bestimmt total interessant und ja. Lohnend, ja. Ja, danke. Ja, ich freue mich über jeden, der dabei sein mag und ja, freue mich auch immer über neue Gesichter und neue Pulse. Ist immer eine tolle Sache. Ja, wunderbar. Und das Online-Coaching, das geht auch über deine Website dann? Ganz genau. Und ich sage mal, da mache ich das folgendermaßen, dass mir Videomaterial zugesandt wird, am besten, indem man das bei YouTube hochlädt und dann kann man es so einstellen, dass nur derjenige das sehen kann, der so einen Link hat. Mhm. Ja, und dann lasst ihr mir den Link zukommen, also das besprechen wir natürlich vorher. Mhm. Das sollten so 10 bis 12 Minuten sein, das kann gerne ein Handyvideo sein, das muss überhaupt nicht aufwendig sein, also dass ihr mir so ein bisschen das zeigt, was ich so sehen soll. Es können auch mehrere kurze Sequenzen sein, dass ihr denkt, so, ihr möchtet ein Feedback haben zu einem bestimmten Bewegungsablauf oder. Da geht es auch nicht um bestimmten Ausbildungsstand, sondern da, wo ihr eine Problemstellung habt, da helfe ich gerne weiter. Das ist für mich auch gerade egal, ob der eine dasteht oder der andere dasteht. Das geht wirklich vom kleinen ABC bis zur hohen Schule. Mir sind alle Rassen willkommen. Ganz im Gegenteil, je schwieriger, desto mehr Freude habe ich, da helfen zu dürfen. Ich habe ganz viele Problempferde so im Training, wo ich einfach, ja, ich sag mal, wo ich einfach genau weiß, das ist für die jetzt die letzte Chance, dass die einfach wirklich nochmal so zu sich selber finden können. Und ja, würde mich da freuen, einfach helfen zu können. Wir machen dann einen Telefontermin aus, wo wir das besprechen. Mhm. Und ja, das sind dann so ungefähr 30 bis 40 Minuten, die wir in so einem Video besprechen. Mhm. Und da gucken wir, dass wir dann da so zusammenkommen. Und das hat sich mittlerweile so als wirklich eine tolle Ausbildungsmethode herausgestellt. Ich war da erst sehr kritisch, weil ich immer gedacht habe, so Mensch, man muss schon präsent sein, um da auch so ein bisschen Feeling für zu kriegen. Aber nein, das muss man sagen, heute mit der Technik, die wir haben, das teilt sich so toll mit. Also man kann da sehr effektiv, sehr nachhaltig schulen und ja, ich sag mal, tolle Ergebnisse erreichen. Ja, und ich denke auch, dass wenn man sowas, also quasi als, man mindestens als so ein Doppeltermin in Anspruch nimmt und sagt so, das ist jetzt der Ist-Zustand, jetzt bekommt derjenige, der sich an dich gewendet hat, die ja, Tipps, wie er jetzt weitergehen muss, um diese Problematik zu verändern oder worum es auch immer geht oder irgendetwas zu verbessern. Und dann arbeitet er eine gewisse Zeit daran und dann stellt er das nächste Video hoch und dann könnt ihr quasi überprüfen, wie weit er denn jetzt fortgeschritten ist, wie, also wo er noch dran feilen kann oder sie, je nachdem, damit es dann auch tatsächlich das Ergebnis gibt, was man sich wünscht. Ne? Und das finde ich total toll, weil du hast dann in der Zwischenzeit also ja quasi gar nichts gesehen davon, bist dann ja völlig sozusagen frei in der Erkenntnis dann. Wenn man so in dem ja, in dem Fluss der Entwicklung mit drin steckt, ne, dann ist das ja so ein bisschen, ja, man sieht immer so diese kleinen Verbesserungen und vielleicht nimmt man sie auch gar nicht so unbedingt wahr. Wenn ich jetzt aber so einen Zeitraum von 4 Wochen habe, dann denke ich, kann der Unterschied schon krass, ganz, ganz gravierend sein. Ne? Also, ja, dass da ein ordentlicher Fortschritt erzielt wurde. Natürlich. Und dann ist das ja für den oder diejenigen auch ganz toll, wenn sie dann die Rückmeldung kriegen, wow, in den 4 Wochen hast du jetzt das geschafft oder so. Also das finde ich auch nochmal eine ganz charmante Geschichte jetzt
an diesen Online-Möglichkeiten und vor allen Dingen, also ob jetzt jemand, keine Ahnung, in Flensburg sitzt oder in Südfrankreich oder so, hat er trotzdem die Möglichkeit, deine Expertise in Anspruch zu nehmen. Ganz genau. Das finde ich schon genial. Ne? Also da, haben also da bin ich auch sehr dankbar wirklich für die heutigen technischen Möglichkeiten, weil ich habe viele internationale Schüler, oder auch Schüler halt eben aus Deutschland, die wirklich eine lange Anfahrt haben, die also auch schon mal 6 Stunden auf der Autobahn gestanden haben oder sich befunden haben, um eben nur an einem hypologischen Morgen vor Corona, als wir es noch präsent gemacht haben, das dann eben auch nur ein Sonntagmorgen war und die wirklich, ich sag mal, 3 Tage unterwegs waren, nur um mich sprechen zu hören, was ich natürlich auch genauso als großes Kompliment empfunden habe, aber was dieses hier einfach... Es vereinfacht das Ganze. Ja, ja. Also das ist halt einfach so, ich sag mal, dieses Online-Arbeiten. Ich hätte es nicht für Möglichkeiten, weil ich auch nicht so ein Technik-Nerd bin, aber es ist eine ganz tolle, effektive, nachhaltige Möglichkeit. Und ich bin ganz begeistert davon, wenn ich das sehe, wirklich, wie sich Menschen und ihre Pferde entwickeln. Ja, und ich das halt eben auch so aus der Ferne so beobachten darf und begleiten darf und anleiten darf. Also es ist schon eine tolle Sache. Ich bin mittlerweile ganz, ganz begeistert davon und hätte es auch gar nicht gedacht, dass ich selber da, dass mir so mal, ja, mich da so drüber freue, dass das so laufen kann. Ja, ich glaube, es gibt noch viele, viele Pferdemenschen, die irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, Respekt vor der Technik haben und sagen, ob ich das wohl machen kann, ob das wohl, ne, und da bin ich da an dem PC sitze und oder am Handy und wenn das dann nicht funktioniert und so, aber da können wir echt beruhigen, ne, das geht wirklich richtig toll, ne? Auch so Leute, die da noch gar nichts mit zu tun haben, dann also mit so einem Zoom-Call und es klappt einfach auf Anhieb, die sind dann immer ganz erstaunt. Ui, so leicht geht das, hätte ich nie gedacht. Ne? Also das wäre auch nochmal wichtig, denke ich, dass wir... Ja. Also diese ganze Technik, also dahingehend muss man sagen, ist es wirklich eine tolle Chance für uns heute. Ja. Das ist wirklich eine tolle Chance. Ja, ja. Wahnsinn, was wir heute können. Ne? Ich sage, wenn die alten Meister, wenn die, was weiß ich, wochenlang irgendwo mit der Kutsche hingefahren sind, um da irgendwie dann eine ganze Zeit zu verbringen. Das war eine ganz andere, wie soll ich sagen? Ja, also die haben viel länger gebraucht und haben trotzdem wahnsinnig viel erreicht. Und wir haben heute diese tollen Möglichkeiten und ja, sollten einfach versuchen, das zu nutzen und das Beste draus zu machen, aus dem, was wir jetzt an Vielfalt und Fülle, was uns zur Verfügung steht. Ne? Ist einfach. Wir sind alle Kinder unserer Zeit jeweils. Ja. Sag mal, man muss einfach dann gucken, auch, dass man so ein kleines bisschen in dieser Zeit so das Beste für sich rausfindet und seinen eigenen Weg. Ja, genau. Ja, das ist ja fast schon ein super Schlusswort, aber ich lasse dich noch nicht ganz raus. Ich hätte noch eine Bitte, nämlich, also es gucken uns ja bestimmt auch mal andere Trainerinnen und Trainer zu und wir alle plagen uns ja damit, wie organisieren wir unsere diversen Projekte? Also gerade so, wenn ich mit den Pferden direkt mit der Hand am Arm unterwegs bin und dann wieder am PC quasi in die Online-Welt eintauche, das ist ja auch so ein bisschen Spagat. Ne? Man muss ja gucken, zu welchen Zeiten mache ich was davon und wie bekomme ich das alles unter einen Hut. Da wollte ich dich mal fragen, wie machst du das persönlich? Wie organisierst du dir deine verschiedenen Gebiete, auf denen du da tätig bist? Also ich habe einen sehr stringenten Tageszeitplan, den ich halt eben jeden Tag auch versuche einzuhalten. Ne? Also manchmal kommen so Dinge dazwischen, ne? Also die halt eben, ich sag mal, der tägliche Wahnsinn, der halt eben so passieren kann. Ja. Aber so im Grunde genommen, ich sag mal, ich habe einen sehr, sehr strengen, formalen Aufbau meines Tages und meines Arbeitstages, auch meine Arbeitswoche. Also ich habe auch einfach Tage, an denen bin ich nicht erreichbar. Da mache ich ganz kurz, ich sage mal, einmal ein bisschen Social Media, aber im Grunde genommen, ich sage mal, habe ich wirklich Bürotage auch, an denen ich dann Newsletter verschicke, an denen ich meine E-Mails bearbeite, an denen ich dann Termine neu mache. Habe eben dann auch Tage, an denen ich online unterrichte, habe Tage, an denen ich Präsenzunterricht gebe. Jetzt im Moment natürlich nicht, ne, sondern halt
da spielt sich das Ganze dann halt eben deutlich mehr online ab. Da hat sich das einfach dann ersetzt. Und habe dann natürlich auch Tage, an denen ich solche Projekte mache wie heute, dieses hier, dieses Interview. Und ja, ich sag mal, für mich ist es so, dass das Zusammensein mit meinen Pferden über allem Priorität hat. Und es vergeht kein Tag, an dem ich meine Pferde nicht arbeite. Worin diese Arbeit besteht, ist sehr individuell. Also wir haben auch mal Tage, wo wir nur die Haare machen und putzen und vielleicht, na, ich sag mal, so ein bisschen rumalbern oder entspannt spazieren gehen. Also nicht immer ist bei uns hohe Schule auf dem Programm, sondern es ist halt eben, ich sag mal, so, dass wir jeden Tag unser Zusammensein genießen und ich das, ja, ich sag mal, mit strenger Disziplin mir den Tag um mein Zusammensein mit den Pferden herum organisiere. So muss man es vielleicht ausdrücken. Ja, ne? ja, das ist wirklich wichtig. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage. Also für mich ist halt eben Work-Life-Balance, wie man das heute so schön nennt. Ich glaube, das ist für alle von uns ein Thema, die wir das sehr leidenschaftlich leben. Ja? Für mich ist es oftmals so, dass ich natürlich Privates und Beruf vermischen, einfach weil ich mit ganz viel Passion diese Sachen lebe und ich sag mal auch gerne nochmal, ne, abends auf dem Sofa schmökere in meinen Werken von den alten Meistern. Also ich nehme mir auch wirklich gezielt Zeit zum Studieren natürlich, aber ich mache das eben auch einfach in meiner Freizeit, einfach weil es mich umtreibt. Also das ist für mich keine Arbeitsbelastung, sondern mich interessiert es einfach. Ja, also, du hast da Freude dran. Genau, ne? Also das ist für mich wirklich eine Sache. Also ich habe letztens einen schönen Spruch gehört, der gesagt hat, also man soll leben in Wahrhaftigkeit und Leidenschaft. Und das ist genau das, was ich halt eben wirklich in diesem Beruf für mich gefunden habe. Für mich ist das eine Berufung, weil ich mache das in Wahrhaftigkeit und Leidenschaft. Und ja, das kostet mich was. Aber ich glaube, alles das, was was wert ist, kostet auch was. Ich glaube, das ist auch was Wesentliches, was man verstehen muss, wenn man Pferde ausbildet, dass eben dieser Einsatz, den man da bringen muss, mit all dem, was man da einbringt, letzten Endes alle Mühen wert ist. Alle Mühen wert ist. Ja, ne? Ich habe also Momente mit meinen Pferden und ich erzähle das auch mal gerne auf meinen Seminaren, da habe ich das Gefühl, ich sag mal, dass das Pferd zu einem absoluten Gefäß wird für diese Energie, die zwischen uns beiden da entstanden ist. Und ich sag mal, gerade so Übungen in der hohen Schule mit meinem Finn, da habe ich Momente, da kann ich den halben Boden im Zügel fühlen. Also das ganze Pferd ist so durchlässig und so leicht und so für unsere gemeinsame Sache, dass mich das fast zu Tränen rührt. Also das ist für mich so ein Geschenk. Und ich glaube, dass diese Momente das sind, die einen so süchtig machen, dass man einfach dieses Engagement von Herzen gerne leisten mag. Und so ist, also zumindest ist es für mich. Also für mich ist es so, dass eben Arbeit keine Arbeit ist im Sinne von Maloche, sondern Arbeit im Sinne von einer Lebensaufgabe, so wie das eben eigentlich damals auch mal bei den alten Meistern der Wortsinn war. Ja, also eine Arbeit ist etwas, was man tut und was man mit vollem Herzen tut. Und so, glaube ich, tue ich meinen Beruf. Ich weiß nicht, ob man das noch Arbeit nennen darf. Ja. Ich wäre da fast versucht zu sagen, es ist Spiel, so der Tanz des Lebens, ne? Irgendwie. Ihr kommt dann auch sozusagen zusammen in den Flow. Das ist so ein ganz besonderes Erlebnis, irgendwie so eine Art Gipfelerlebnis. Also da tut sich irgendwie so ein bisschen das Universum auf. Ne? Also man hat so ein kleines bisschen das Gefühl, die Tür geht zum Spalt auf und man wirft einen Blick darauf. Ja, das auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ja. Ja, das finde ich toll. Gut, kannst du das vielleicht noch in irgendeinem, fällt dir ein Zitat ein oder irgendein ein Slogan, ein wichtiger Satz, mit dem wir das jetzt hier alles abrunden können und in einem prägnanten Satz so als Erinnerung zusammenfassen können? Ja, es gibt so ein ganz tolles Zitat von Federico Grisone, was der in diesem Di Ordini, die Cavalcare 1550 schreibt. Und er sagt, wisse, wenn dein Pferd in rechte Haltung gebracht wird, dann brauchst du keine Hand mehr, um ihm zu helfen, keinen Schenkel mehr, um seinen Leib zu drücken, keine Gerte, keine Sporen mehr. Denn alleine die Veränderung deines Sitzes und alleine dein Gedanke, den du hast, wird das Pferd dazu bringen, dass es unter dir sich bewegen mag. Und du schmiegst dich seinen Leib an und dem Außenstehenden wird es scheinen, als ob ihr wäret
ein Herz, ein Geist und ein Wille. Und ich glaube, das ist das wirkliche Ziel der Reitkunst, nämlich dieses Einswerden von Mensch und Pferd. Und das ist das, wofür ich mit all meiner Kraft versuche, bei meinen Schülern quasi die Weichen zu stellen. Wow, das war klasse. Das war ein super toller Schlusssatz. Vielleicht magst du jetzt gerade noch mal schnell die Präsentation beenden, dass man uns noch wieder sieht, damit wir jetzt auch tatsächlich das Ganze abschließen können. Gut, da sind wir wieder. Super. Ja, dann sage ich doch herzlichen Dank. Also es hat mir riesigen Spaß gemacht, dieses Interview. Ich glaube, da haben wir auch ganz viel rübergebracht von dem, was uns jetzt von Herzen wichtig ist. Und ich möchte mich herzlich bei dir bedanken und auch bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern dafür, dass sie unser Interview anschauen und vielleicht auch Kommentare da lassen, was ihnen besonders gut gefallen hat. Und was ich noch sagen möchte, also wie gesagt, diese Idee ist aus der Gruppe Klassische Reitkunst Werbung entstanden. Auch den Link zu der Gruppe werde ich in die Videobeschreibung stellen. Wer also Lust hat, zu uns zu stoßen, ganz egal, wer Angebote hat oder wer auch Trainerinnen und Trainer sucht, ihr seid alle herzlich willkommen. Wir werden weiter solche Interviews durchführen, damit ihr spannende Persönlichkeiten kennenlernt, die etwas im Sinne der Pferde tun, mit der klassischen Reitkunst oder eben auch vielfältig ausbilden. Denn ich denke, jeder Mensch, jedes Pferd, alle sind Unikate und sie haben es verdient, jemanden an die Hand zu bekommen oder an die Seite gestellt zu bekommen, der sie auf ihrem individuellen Weg begleitet, sodass das Ganze dann auch tatsächlich ein Kunstwerk wird mit der Zeit und ja, für jeden einfach Freude bereitet. Ja, soweit mein Schlusswort. Also ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Stefanie, dass wir das heute hier veranstalten konnten, dass wir uns so nett unterhalten konnten. Und ich hoffe sehr, ja, dass es auch wirklich ja, so Wellen schlägt in der Pferdewelt und den Leuten ein bisschen die Augen öffnet darüber, was alles möglich ist, gemeinsam mit diesen tollen Lebewesen. Ja, ich würde mich freuen. Vielen Dank, liebe Conny, dass du mich hier eingeladen hattest. Es war mir ein großes Vergnügen, ein großer Spaß. Das freut mich. Gut, super. Vielen, vielen Dank. Ja, dann sage ich schon mal Tschüss an alle und bis zum nächsten Mal.